Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie man sein PC wesentlich schneller machen kann, und zwar ohne zusätzliche Programme. Es gibt tausende Programme, die das versprechen, wie zum Beispiel cc und alles andere. Aber, um, wenn man so ein Programm installiert, wird der PC eigentlich dadurch noch sogar viel langsamer. Ich habe es mal damals als Test schon mal durchlaufen lassen. Es sind allein nur durch so ein Programm schon ein paar Sekunden, was es beim Hochfahren und Herunterfahren ausmacht. Und deswegen möchte ich alle Vorteile ohne Nachteile zu riskieren. Und grundsätzlich bringt Microsoft die meisten Tools schon selbst mit, die man benötigt. Und die möchte ich euch einfach mal zeigen und anwenden. Deswegen kommen wir zu Tipp Nummer 1. So, Tipp Nummer 1, der ist eigentlich bekannt. Man macht rechtsklick Task Manager und geht dann, wenn es geöffnet ist, auf Autostart. Autostart sind Programme, die beim PC hochfahren automatisch mitstarten. Und wie man jetzt hier sieht, sind wirklich extrem viele aktiviert und die meisten davon benötigt man nicht. Deswegen einfach drauflegen und äh, de rechts unten auf Deaktivieren. Alle, wo man sich sicher ist, dass man sie nicht braucht. Ja, also einfach mal alles durchgehen, wie zum Beispiel Steam brauche ich beim, äh, beim Systemstart garantiert nicht. Einfach deaktivieren. Dasselbe ist jetzt mit zwei, drei anderen Programmen. Und einfach mal durchgehen, was ihr nicht braucht, deaktiviert's. Und ja, auf jeden Fall, was ihr drin lassen solltet, das ist euer Anivierenprogramm. Und so Update-Sachen sollte man eventuell auch drin lassen. Gerade Java, dann führt es automatisch Updates durch und muss man sich nicht manuell drum kümmern. Das ist ganz nützlich, aber es wird verlangsamt natürlich den PC. Aber hier geht meiner Meinung nach Sicherheit vor und deswegen lasse ich es drin. Und einfach mal durchgehen, alles entrümmeln, was euch nicht taugt, also was ihr nicht braucht. So nun kommen wir auch schon zu DIP Nummer 2. DIP Nummer 2 ist ganz einfach, wir gehen rechts unten auf Suchen und dann geben wir Darstellung ein. Und dann machen wir Ender, also das hieß jetzt genau Darstellung und Leistung von Windows anpassen. Dann erhält man so ein Fenster und in dem Fenster sieht man optimale Einstellungen auswählen und es ist eigentlich standardmäßig aktiviert und wir wollen jetzt aber für optimale Leistung anpassen. Der einzige Nachteil, der dadurch geschieht, Windows sieht nicht mal ganz so schön aus. Also es ist nicht mehr durchsichtig, es gibt keine durchsichtigen Fenster mehr und so weiter. Aber meiner Meinung nach kann man darauf verzichten, nicht jetzt mal auf übernehmen, wenn man die Leistung wesentlich schneller machen will. Und, wie, und ja, meiner Meinung nach ist jetzt kein großer Nachteil dadurch entstanden. Wie man jetzt sieht wenn man es verschiebt, verschiebt es nicht das Fenster, sondern nur den Rahmen. Dadurch spart, also dafür ist es halt wesentlich schneller. Ja. So, und nun kommen wir zu Tipp Nummer 3. Und der Tipp Nummer 3 ist eigentlich auch nicht kompliziert. Es ist die sogenannte Datenträgerbereinigung. Dazu geben wir einfach Datenträgerbereinigung ein, klicken auf Ändern, wählen das Z Laufwerk aus. In diesem Fall natürlich das C-Laufwerk, weil, weil ich hier alle Daten abspeichere. Und hier auch Windows installiert ist. Dann klicke ich auf OK. Dann dauert es eine Sekunde. Und jetzt kann ich ähm, sogenannte Systemdateien bereinigen. Ich klicke jetzt einfach mal drauf, dann berechne jetzt ähm, die ganzen Systemdateien, dann muss ich natürlich wieder das Laufwerk auswählen. Gehe auf OK, dann berechnet jetzt alle ähm, Dateien, also das sind alte Gerätetreiber, alle Installationsdateien, alle Windows-Updates, also alles eigentlich, was das System nicht mehr braucht aber es als Sicherung angelegt hat, falls irgendwas mal schief läuft und so weiter. Um quasi wieder an den Punkt zurückzuspringen. Deswegen kann ich den Schritt auch weglassen. Aber in diesem Fall möchte ich einfach alles löschen, was so an Müll angefallen ist. Und es sind sogenannte Windows Updates, es sind 4 GB. Ich klicke jetzt einfach mal komplett durch, was ich nicht mehr brauche. Ich wähle jetzt eigentlich mal alles an. Und schon sehe ich, ich kann 10,9 GB an Speicherplatz freigeben, also zusätzlich freigeben, ähm, die ich einfach löschen kann. Okay, mein Papierkorb war jetzt auf 5 GB, aber es sind trotzdem 5 GB auch ohne den Papierkorb, die zusätzlich, die ich in Rümpeln kann, die ich einfach nicht brauche. Und wenn man sich jetzt das mal überlegt, andere Programme machen exakt dasselbe, was jetzt dieses Programm auch macht, die machen nichts anderes und ja, ich muss dafür einfach kein Programm installieren. Ich gehe auf OK, gehe auf Dateien löschen und das dauert jetzt natürlich ein paar Minuten bis es alles gelöscht hat. Ja, in der Zwischenzeit machen wir einfach weiter und zwar kommt jetzt Tipp Nummer 4 und zwar das sogenannte ähm, MS, also ich gehe jetzt Windows und R drücke ich und dann gebe ich ein Services.msc und dann auf Enter. Jetzt suche ich nach sogenannten Windows Search. Das ist ziemlich weit unten. Windows Search, Windows Search, Windows. Windows Search. Und jetzt ähm, kann ich den Dienst quasi deaktivieren. Was macht der Dienst? Also Windows Search ist dafür da, wenn ich irgendwo in ein Fenster was eingebe zum Suchen, dass es das relativ schnell findet. Es speichert sogenannte Tabellen, also Index-Tabellen speichert es ab und in diesen Tabellen sucht es dann immer, ist es schon mal gelistet irgendwo, wenn ja, wo und dann gleich öffnen. Dieser Schritt verlangsamt das Suchen, aber es gibt auch extrem viele Systemressourcen frei. Also wenn euer PC wirklich extrem langsam ist, auch wenn älter dann macht diesen Schritt, wenn ihr einen neuen PC habt und euer PC eh schnell genug ist, dann braucht ihr nicht machen, weil außer ihr sucht eh nie was, wenn ihr nie was sucht über die Windows-Suche wie hier unten, dann ist es natürlich wirklich sinnvoll, den zu deaktivieren. Wenn ihr viel sucht, ist es eher nicht so sinnvoll. Ich schalte ihn jetzt einfach mal ab, gehe auf Eigenschaften und wähle hier Deaktiviert aus. Gehe auf Übernehmen, okay, dann wird der Tipp vollendet. Ein weiterer Tipp, den ich hier jetzt anbieten noch kann, ist einfach auf unten auf dem Windows-Logo, dann auf Einstellungen, dann auf Datenschutz, dann ganz nach unten scrollen und hier gibt es dann Hintergrund-Apps. Und die sogenannten Hintergrund-Apps, die laufen, also kann man die Apps auswählen, die im Hintergrund laufen dürfen, und die fressen teilweise auch relativ viele Ressourcen. Bestimmte Apps sind einfach nicht sinnvoll, wie zum Beispiel Microsoft Solitaire oder Minecraft, das ist vorinstalliert. Komplett sinnlos, dass es im Hintergrund läuft. Diese Apps kann man deaktivieren. Geht einfach mal durch, deaktiviert alle Apps, die ihr der Meinung seid, die braucht ihr nie im Hintergrund. Und die sollen euch auch kein Feedback schicken können und so weiter. Und die deaktiviert ihr dann einfach. So. Und wenn das dann, wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr es wieder schließen. Das war auch schon Tipp Nummer 4 und wir kommen zu Tipp Nummer 5. In Tipp Nummer 5 geht es um die sogenannte. Um sogenannte Defragmentieren. Dazu öffnen wir einfach unseren Explorer. Einfach unten auf dem Ordner. Scrollen zu den Festplatten, wählen eine Festplatte an und gehen dann auf, ups, gehen auf dieser PC. Jetzt sehen wir die ganzen Festplatten, die installiert sind. Und die angeschlossen sind. Das sind bei mir jetzt ähm, zwei Hardware, also Hardware-technisch zwei Festplatten. Eine SSD und eine HDD. Aber es sind drei Partitionen. Deswegen sieht man jetzt drei Festplatten. Ich gehe auf die jeweilige Festplatte, gehe auf Eigenschaften, auf Tools und dann auf Optimieren. Wenn eine SSD installiert ist, ist es nicht sinnvoll, diese zu defragmentieren. Ganz wichtig. Es ist wirklich nicht sinnvoll, eine SSD Festplatte zu defragmentieren. Teilweise erkennt es Microsoft selbst, also Windows selbstständig, ob es eine SSD ist, aber nicht immer. Hier zum Beispiel Solid State Laufwerk. Aber, jetzt kommt die, das große Aber, ich gehe jetzt mal auf Einstellungen ändern. Und dann gehe ich jetzt auf Laufwerke auswählen. Und jetzt ist die. Das, mein C-Laufwerk ist eine SSD und die ist trotzdem noch zum Defragmentieren angewählt. Deswegen wähle ich die ab. Microsoft wählt die automatisch an, weil es ähm, regelmäßig def trotzdem defragmentiert, um sogenannte Metadaten richtig zu ordnen, weil dadurch trotzdem die Schnelligkeit der Festplatte minimals äh, steigert werden kann, aber es geht auf die Lebensdauer von der SSD ähm, ja ab und deswegen ist es wirklich nicht sinnvoll eine SSD zu defragmentieren. Ja, falls ihr euch fragt, was defragmentieren eigentlich überhaupt ist, ich blende jetzt euch ein Video ein, da könnt ihr euch einfach anschauen, was defragmentieren ist. Auf jeden Fall bei einer SSD ist es nicht sinnvoll. Microsoft empfiehlt ähm, aus, weil, weil sie eben Metadaten sortieren wollen. Aber es ist wirklich meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Und eine HDD können wir jetzt gerne defragmentieren. Es ist standardmäßig auf wöchentlich gestellt, also die HDD wird dann wöchentlich defragmentiert. In diesem Fall ist jetzt meine Festplatte 1, das ist eine HDD, also eine normale Festplatte, die ist aber 0% fragmentiert. Zuletzt wurde es auch erst gestern ausgeführt, deswegen ja, ist sie, ist sie bereits fragmentiert. Äh, defragmentiert worden. Falls bei euch irgendwas steht, äh, aktueller Status unklar oder sonst was, geht einfach auf Optimieren und dann wird ähm analysiert und ja optimiert natürlich. Das ist eigentlich alles, was ich euch jetzt zeigen wollte. Ansonsten habe ich noch zwei, drei zusätzliche Tipps. Falls ihr noch keine SSD eingebaut habt, baut euch am besten wirklich eine ein. Den Tipp kann ich immer empfehlen, weil eure System. Startzeiten und Herunterfahrzeiten werden wirklich extrem beschleunigt und auch so die Zugriffszeiten von euren System sind wesentlich schneller. Ansonsten deinstalliert einfach Programme, die ihr nicht mehr braucht, weil jedes Programm frisst auch wenn es nur installiert ist, auch wenn ihr es nicht verwendet, es frisst ähm, Systemressourcen und die müssen das muss ja nicht sein, deswegen deinstalliert ihr alle Programme, die ihr nicht braucht und installiert wirklich nur die Programme, die ihr braucht. Deswegen habe ich auch dieses Video ohne zusätzliche Programme gemacht, also ohne euch zusätzliche Programme installieren zu lassen, was in anderen Videos leider nicht der Fall ist. Deswegen vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.